Hallo zusammen, der Greenie hier. Heute habe ich für euch wieder eine Pilotfolge. Dieses Mal die Top 5 der intensivsten Achterbahnen, die ich jemals gefahren bin. Cobra, Gonnyland, Schweiz. Diese Bahn mag vielleicht auf den ersten Blick nicht wirklich intensiv aussehen. Aber ich kann euch versichern, der überhängende First Drop, der Looping sowie der überhängende Richtungswechsel am Ende der Strecke haben es in sich. Zudem ist das auch der einzige Coaster, den ich kenne, der selbst in seinen Tälern Airtime hat. Danke Pax, das habt ihr wirklich gut gemacht, danke. Nemesis, Alton Towers, England. Obwohl dieser Inverted Coaster an seiner höchsten Stelle nur 13 Meter über dem Boden steht, zählt dieser Coaster als einer der intensivsten, die ich je gefahren bin. Aufgrund seines unglaublich genialen Layouts und die Integration in die Umgebung ist es wirklich ein sehr intensives Fahrgefühl. Besonders wenn man durch irgendwelche Tunnels fetzt, bei denen man denkt, die Beine werden abgerissen. Sequoia Adventure, Gardaland, Italien. Yep, ich habe diese Achterbahn in die Top 5 der intensivsten Achterbahnen aufgenommen, die ich jemals gefahren bin. Denn jeder, der diese Bahn kennt, der weiß, wenn du auf Hangtime und Kopfschmerzen am Ende der Fahrt stehst, dann bist du bei Sequoia Adventure am richtigen Ort. Es ist auch die einzige Achterbahn, vor der ich jedes Mal stehe und sage, ich will sie nicht fahren, sie dann aber trotzdem vor. Freischütz, Bayernpark, Deutschland. Als besonders intensiv habe ich die erste langgezogene Rechtskurve nach dem Looping empfunden, in der man einfach nur schreit, hör auf mich zu zerdrücken! Ebenfalls als sehr intensiv habe ich den sogenannten Durchschuss empfunden. Beim Durchschuss rast der Zug ungebremst durch die Station auf die Beschleunigungsstrecke und setzt zur zweiten Runde an. Dragon Khan, PortAventura, Spanien. Diese Achterbahn ist bislang die einzige Achterbahn, die es fertiggebracht hat, dass ich mit einem Übelkeitsgefühl ausgestiegen bin und auf keinen Fall ein zweites Mal fahren wollte. Die insgesamt 8 Überschläge und dauerhaften Richtungswechsel haben es echt in sich. Das war die Top 5 der intensivsten Achterbahnen, die ich jemals gefahren bin. Schreibt mir doch in die Kommentare, welche eure Top 5 sind und ob ihr mit meiner Auswahl übereinstimmt. Schreibt mir doch in die Kommentare auch ein Feedback, ob euch dieses Video gefallen hat, ob ihr mehr von diesen Top 5 Achterbahn Videos haben möchtet. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da oder gar ein Abo. Ich bin der Greenie, ihr könnt hier jetzt noch weitere Videos anklicken und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!